Hallo, liebe K-System und OpenK-Freunde. Ich begrüße euch wieder sehr herzlich zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt euch schon immer gefragt, wie baut man nur ein Standmodell zu einem fertigen K-System-Fahrzeug um? Dann ist diese Tutorial-Serie genau das Richtige für euch. Wie ihr es auch von meinen anderen Tutorial-Videos schon gewohnt seid, zeige ich euch auch bei diesem Umbau sehr ausführlich und detailliert, worauf es ankommt, worauf ihr achten müsst und so weiter. Für diesen Umbau habe ich mich für diesen kleinen Unimog mit Britschenaufleger und Plane entschieden. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich gehe mal ein bisschen näher dran, dann sieht man das wahrscheinlich auch besser. Ja, das hat einfach den Hintergrund, dass hier unten halt relativ viel Platz ist und wir da sehr gut oder sehr einfach die Komponente wie Lenkachse und Antrieb einbauen können. Da brauchen wir auch nicht viel rumzumachen, viel rumzuschleifen und so weiter, rauszusägen. Das geht hier an diesem Modell relativ einfach. Und ist halt, deshalb ist es halt auch gerade, sage ich mal, für Anfänger sehr gut geeignet. Weil ich kann es euch auch mal hier zeigen. Ich habe jetzt hier mal noch so ein PKW-Modell. Und ja, wenn ich den halt umbauen würde, da habe ich ja hier unten die komplette Bodenplatte. Und wenn ich da dann meine Antriebe oder Lenkachsen einbauen will, dann ist das alles schon ein bisschen komplizierter. Und ja, da muss ich nämlich entweder sehr viel in der Bodenplatte rumfräsen oder, so wie ich es halt mache, ich gehe dann meistens her, zeichne im 3D diese Bodenplatte nach, setze dann meine oder positioniere dann gleich meine ganzen Antriebskomponente und erstelle mir dann quasi eine komplett neue Grundplatte bzw. Teilgrundplatte und baue die dann hier ein. Und das war halt, da habe ich mir halt überlegt, naja, es hat nicht jeder von euch eine CNC-Fräse, dass er sich sowas herstellen kann, beziehungsweise viele von euch kennen sich halt auch nicht so mit 3D-Systemen aus. Deshalb habe ich gesagt, anstatt dass ich sowas hier mache, ist es besser, wenn ich hier einfach mal so ein einfaches Auto nehme. Ja, da ist es halt jetzt wirklich relativ einfach, der ganze Umbau zu machen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist halt auch, sag ich mal, ich will ja auch euch nochmal zeigen, wie ich dieses Fahrzeug aufs OpenK-System umbaue. Und ja, in dem Auto möchte ich meinen ersten KV5-Decoder verbauen. Ja, also das hat auch Premiere. Das habe ich bisher noch nie verbaut, einen KV5-Decoder. Alle Decoder, die ich bisher verbaut habe, waren die V3-Decoder. Also es wird hier auch noch eine Premiere. Ne? Ja, da ich das euch halt auch nochmal zeigen will, habe ich halt hier hinten, sag ich mal, gerade dann auf dem Auflieger wieder sehr, sehr viel Platz, um meine ganzen Komponente schön ordentlich zu platzieren. Ja, wenn ich halt, sag ich mal, so ein Auto habe, da wird das schon alles ein bisschen tricky und komplizierter. Und das ist halt gerade für den Anfang, ist es halt nicht gerade so nicht so besonders geeignet. Deshalb habe ich mich für dieses Modell entschieden. Da werde ich auch noch ein paar andere Lichter dran machen und so weiter. Also es wird bestimmt ein ganz gelungenes Fahrzeug. Was brauchen wir jetzt alles für Bauteile, um so ein K-System-Fahrzeug umzubauen? Das ist natürlich zum einen logisch. Ich brauche natürlich mein Fahrzeug. Ne? Ohne Fahrzeug geht es schlecht. Ansonsten habe ich hier mal wieder alles ein bisschen vorbereitet. Da haben wir natürlich zum einen, mal legen wir mal noch so hin, zum einen haben wir natürlich als allererstes mal die Lenkachse, ja, die hier vorne rein muss. Ich verwende da seit längerer Zeit eigentlich nur noch diese Lenkungsbausätze von SoulExpert. Ja, das hat einfach den Hintergrund, die sind wirklich sehr, sehr preiswert. So ein Lenkungsbausatz für so ein LKW, der kostet knapp 4 Euro. Ja, und eine fertige Lenkachse zum Beispiel von Faller, ohne jetzt Reifen und so weiter dran, die kostet, da sind wir schon bei 12 Euro. Ne? Und
Deshalb finde ich also diese Bausätze hier wirklich nicht schlecht. Ich zeige euch auch, wie man den zusammenbaut. Das ist wirklich gar kein Hexenwerk, geht rasend schnell. Und ja, das ist einfach eine super Sache, finde ich. Dann brauchen wir natürlich einen Antrieb für unser Fahrzeug. Da werde ich natürlich jetzt wieder meine Eigenentwicklung, meinen Eigenantrieb einbauen. Die Bauanleitung für diese Teile gibt es ja bei mir auf der Homepage. Ihr könnt natürlich da auch jeden anderen Antrieb. Ich habe euch ja da mal so eine Übersicht gegeben von Soul Expert. Gibt es da auch genug Antriebe? Die könnt ihr da auch wunderbar einbauen. Ne? Ja, dann brauchen wir natürlich noch einen Ausschalter, dass wir das Fahrzeug ein- und ausschalten können. Da verwende ich immer diese winzigen Schalter hier. Gibt es auch bei Soul Expert. Oder aber für im 100er Pack, sag ich mal, bei eurem Chinesen des Vertrauens. Dann für alle, die jetzt kein Open-Car-System bauen, brauchen wir natürlich noch einen Reed-Kontakt. Der hier liegt jetzt nur mal beispielhaft da, weil ich eben keinen anderen Reed-Kontakt mehr habe. Normal sieht er ein bisschen anders da aus, aber wir brauchen natürlich einen Reed-Kontakt, um die Stoppstelle da darzustellen. Da wir aber, sag ich mal, ein Open-Car-Fahrzeug bauen und jetzt nicht gerade kein normales Car-System-Fahrzeug, fällt der natürlich weg. Da kommt später etwas anderes an die Stelle hin. Und last but not least brauchen wir natürlich für unser Fahrzeug noch einen Akku. Ja, ohne Akku, ohne Strom geht da halt mal nichts. Und da wir hier einen Lipo-Akku verbauen, dürfen wir nie vergessen, unsere Schutzschaltung. Die meisten Akkus haben die schon, da sind die schon dran. Ich habe jetzt hier einen Akku, da ist er noch nicht dran, deshalb liegt sie hier jetzt separat. Und das sind jetzt quasi alle Bauteile, die wir erstmal benötigen, um dieses Fahrzeug auf ein Car-System-Fahrzeug umzubauen. Und mit diesen Bildern sind wir jetzt auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich habe euch jetzt einfach mal hier so einen Kurzüberblick gegeben, was wir eigentlich alles brauchen. In den nächsten Videos werde ich euch dann zeigen, wie ihr die Lenkachse, den Antrieb und alle anderen Komponenten in das Fahrzeug einbaut. Ich hoffe, dass euch dieses Video auch wieder gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder einen Daumen nach oben. Jeder, der meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt einfach mal kurz auf den Abonnier-Button. Und damit ihr sicher gehen könnt, damit ihr kein Video verpasst, aktiviert einfach die Glocke. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit. Bleibt oder werdet gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.